Abgesagte Shows, chronische Schmerzen und untröstliche Trauer. Sinead O'Connors letzte Monate waren zutiefst herausfordernd, aber ihr tragischer Tod im Alter von 56 Jahren war schockierend für die Welt. Folgendes wissen wir. Als Sinead O'Connors Familie im Juli ihren Tod bekannt gab, trauerte die Welt. Sie war ebenso kontrovers wie beliebt. Lieben Sie sie oder hassen Sie sie, es lässt sich nicht leugnen, dass sie immer zu ihren Überzeugungen stand und nie den Kopf senkte, um Kompromisse einzugehen oder den Frieden zu wahren. Im Jahr 2021 wandte sich die New York Times, sie von ihrem Zuhause auf dem irischen Land aus zu interviewen, wo sie die Pandemie überstand. Sie fanden heraus, dass sie beim Verfassen ihrer Memoiren Rememberings eine faszinierende Perspektive auf ihre Geschichte entwickelt hatte. Während einige vielleicht gesagt hätten, dass sie ihre eigene Karriere sabotiert habe, indem sie ein Foto von Papst Johannes Paul II. Zerrissen hat, sah sie das ganz anders. Sie schrieb in ihren Memoiren: "Ich habe das Gefühl, dass die Nummer 1 Platte meine Karriere zum Scheitern gebracht hat und das Zerreißen des Fotos mich wieder auf den richtigen Weg gebracht hat." Als sie ihre Entscheidung begründete, sagt sie, dass sie ein ganz bestimmtes Ziel habe. I am trying to fight child abuse, which I believe to be the proof of the existence of evil in the world. Allerdings hatte es seinen Preis. Sie sagte der Times: "Es tut mir nicht leid, dass ich es getan habe. Es war großartig. Aber es war sehr traumatisch. Es war eine Zeit, wo mich alle wie eine verrückte Schlampe behandelt haben." Von der Öffentlichkeit bis zu den Mainstream-Medien, von anderen Prominenten bis hin zu Branchenexperten und Musikkollegen, die Welt hat O'Connor viel zumuten müssen. Die letzten 18 Monate ihres Lebens waren von schockierenden Schmerzen geprägt, sowohl emotionaler als auch körperlicher Natur. Wer auch immer gesagt hat, dass die Zeit alle Wunden heilt, hat einfach falsch gelegen. Manche Verluste sind einfach zu groß und am 8. Januar 2022 gab Sinead O'Connor bekannt, dass ihr geliebter Sohn Shane durch Selbstmord gestorben sei. Sie twitterte: "Mein wunderschöner Sohn, das Licht meines Lebens, hat beschlossen, heute seinen irdischen Kampf zu beenden und ist jetzt bei Gott. Möge er in Frieden ruhen und möge niemand seinem Beispiel folgen." Sein Tod wurde nur wenige Tage nach seinem Verschwinden bekannt gegeben und in den Monaten nach seinem Tod teilte Sinead auf Twitter herzzerreißende Updates. Am 17. Juni, Tage vor ihrem eigenen Tod, twitterte sie: "Seitdem lebe ich als untotes Nachtgeschöpf. Er war die Liebe meines Lebens, die Lampe meiner Seele. Wir waren eine Seele in zwei Hälften. Er war der einzige Mensch, der mich jemals bedingungslos liebte. Ohne ihn bin ich im Bardo verloren." Sinead O'Connor hatte für 2022 keine große Tournee geplant, aber sie sollte das ganze Jahr über bei mehreren Konzerten auftreten. Dazu gehörte auch die Teilnahme an drei großen Konzerten im Juli. Das sollte jedoch nicht sein. Mitte Juni gab das Management-Team von O'Connor eine Erklärung heraus, dass sie alle Shows absagen würde, die sie für den Rest des Jahres geplant hatte. Sie sagten, die Entscheidung sei auf die anhaltende Trauer über den Tod ihres Sohnes zurückzuführen. Die Absagen erfolgten mehrere Monate, nachdem O'Connor erhebliche Bedenken in Tweets geäußert hatte, darunter einem mit der Aufschrift: "Es hat keinen Sinn, ohne ihn zu leben. Alles, was ich anfasse, ruiniere ich." O'Connor twitterte später ihre Entschuldigung, versicherte, dass sie die Behörden angerufen habe und sich freiwillig in ein Krankenhaus einwiesen ließ, um die Hilfe zu erhalten, von der sie wusste, dass sie sie so dringend brauchte. Im Jahr 2021 veröffentlichte Sinead O'Connor ihre Memoiren und verurteilte auf Twitter scharf die Art und Weise, wie sie in Interviews behandelt wurde, die sie laut The Guardian als extrem beleidigend und sogar frauenfeindlich bezeichnete. Sie führte weiter aus, dass sie darum gebeten hatte, dass bestimmte Dinge in Interviews verboten seien, insbesondere die Teile ihres Buches, in denen es um den Missbrauch ging, den sie als Kind durch ihre Mutter erlitten hatte. She would invent reasons to beat you up. Als die Wünsche nicht respektiert wurden, kündigte sie ihren Rücktritt an, zog die Ankündigung jedoch nicht lange danach zurück. Obwohl die Umstände des tragischen Todes ihres Sohns ihre Auftritte auf Eis legten, deutete einer ihrer letzten Facebook-Beiträge darauf hin, dass sie tatsächlich an einem neuen Album gearbeitet hatte. Rolling Stones hatte einige Hinweise darauf, woran sie in den Monaten vor ihrem Tod gearbeitet haben könnte. In einem Interview im Jahr 2020 sprach O'Connor über ihr Cover von Mahalia Jacksons Trouble of the World, einem Lied, das sowohl Tod als auch Hoffnung heraufbeschwört. Sie nahm den Song zur Unterstützung von Black Lives Matters auf und sagte, dass sie ursprünglich geplant hatte, ihn auf ihrem vollständigen Album zu veröffentlichen, von dem sie gehofft hatte, dass es 2022 erscheinen würde. Obwohl sie nicht viel über das Projekt preisgab, sagt sie, dass der Name des Albums No Veteran Dies Alone lauten würde und dass es nach einer Organisation benannt sei, für die sie sich ehrenamtlich engagierte. Sie sagte: "Ich schreibe mehr über persönliche Angelegenheiten des Mutterseins. Die Aufzeichnung ist wie Briefe an meine Kinder." Sinead O'Connor verbrachte das letzte Jahr ihres Lebens unter enormen körperlichen Schmerzen und Trauer. Im Jahr 2005 sprach sie mit Hard Press über ihre Auftrittspause und sagte, dass es dafür mehrere Gründe gäbe. Zusätzlich zur Diagnose einer bipolaren Störung wurde bei ihr auch Fibromyalgie diagnostiziert. Die beiden können tatsächlich Hand in Hand gehen. Eine im Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2017 berichtete, dass Forscher Beweise gefunden hätten, die darauf hindeuten, dass die Kombination von Erkrankungen jede einzelne Erkrankung verschlimmert.
Was ist Fibromyalgie? Es handelt sich um eine unheilbare Erkrankung und Medical News Today sagt, dass die Suche nach Medikamenten zur Kontrolle oft ein langwieriger Prozess mit Versuchen und Irrtum sei. Mittlerweile ist es ziemlich schrecklich, damit zu leben. Zu den Symptomen gehören Erschöpfung, Kopfschmerzen, Migräne, Verwirrtheit und Steifheit. Am häufigsten sind extreme Schmerzen im gesamten Körper und eine extreme Empfindlichkeit gegenüber äußeren Reizen die Folge. O'Connor sprach über das Leben damit und sagte, dass sie zwar eine hohe Schwelle für körperliche Schmerzen habe, es aber eine gewisse Lernkurve gewesen sei, herauszufinden, was die Schmerzen verschlimmert. Zu diesen Dingen sagte sie, gehörte auch Stress. Sie erzählte HeartPress, man muss versuchen, das Leben ruhig und friedlich zu halten. Das ist in etwa das, was ich versuche, da ich das Singen liebe und es beruhigend wirkt. Also möchte ich das tun, aber entfernt bleiben von Teilen, die mir übermäßigen Stress bereiten. Als Sinead O'Connor 2021 ihre Memoiren veröffentlichte, waren sie voller ziemlich düsterer und ziemlich schockierender Dinge. Sie lässt keine Kompromisse ein und enthüllt ihre Gedanken über ihre missbräuchliche Kindheit, die 6 Jahre, die sie in psychiatrischen Einrichtungen verbrachte, die Komplexität ihrer posttraumatischen Belastungsstörung und ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sie erfüllte ein altes Versprechen zu enthüllen, was wirklich zwischen ihr und Prince passiert war, und sagte gegenüber der New York Times, es ist ein Unterschied, ob man verrückt ist oder ob man Frauen gewalttätig missbraucht. Sie gab auch zu, dass sie keine Ahnung hatte, warum die Leute ihre Musik liebten und wie die Behandlung, die sie ihr ganzes Leben lang erlitten hatte, bei ihr eine furchterregende Agoraphobie verursachte. Wie ihr Management auf ihrer Webseite bestätigte, arbeitete O'Connor an Plänen, das Buch in einen Film umzuwandeln. Details waren kaum bekannt, aber ihr Manager beschrieb, dass das Projekt in Arbeit sei. In ihrem letzten Lebensjahr gab es nur noch wenige formelle öffentliche Auftritte von Sinead O'Connor. Sie erschien jedoch zu den RTE Choice Music Awards, um eine längst überfällige Auszeichnung entgegenzunehmen. Sie und ihr 90er-Album I Do Not Want What I Haven't Got erhielten den ersten Classic-Album-Preis des Senders. Sinead Crowley berichtete für RTE, dass sie nicht einmal wussten, ob sie bei der Preisverleihung dabei sein würde oder nicht. Und als sie die Bühne betrat, spürte man nur, Zitat, weder ein Flüstern noch ein Schrei, sondern ein Brüllen voller Liebe, Zuneigung und Wertschätzung. Es ist auch wichtig anzumerken, dass sie nicht nur eine Auszeichnung entgegennahm, sondern sich auch die Zeit nahm, die Auszeichnung einer Gemeinschaft in der Krise zu widmen, ihr Lands Flüchtlingen. Es ist ein Anliegen, das im Laufe der Monate immer aktueller wurde und sich die Flüchtlingsgemeinschaft zum Zeitpunkt von O'Connors Tod in einer schlimmen Situation befand. Nach langem Warten, manchmal rund 2 Jahre, um herauszufinden, ob ihnen im sogenannten Land der 100.000 Willkommengrüße Asyl gewährt wird oder nicht, sind viele Flüchtlinge nicht nur gezwungen, in Zelten auf Dublin Straßen zu leben, sondern befinden sich auch im Visier rechtsextremer Aktivisten und in der ganzen Stadt und sogar im ganzen Land kommt es zu einwanderungsfeindlichen Protesten. Es war ihr offensichtlich wichtig, dass sie wussten, dass jemand sie sah. Nur einige Wochen vor ihrem Tod in ihrer Londoner Wohnung schien Sinead O'Connor am Rande eines Neuanfangs zu stehen. In den sozialen Medien verriet sie, dass sie zurück in die Hauptstadt Englands gezogen sei und unglaublich glücklich sei, dort zu sein. Am 9. Juli postete sie auf ihrem neuen Twitter-Account ein Video, in dem es hieß, dass es Skeptiker gäbe, die sich fragten, ob sie gehackt worden sei oder ob jemand es versucht habe, obwohl sie ihre Fans dazu aufforderte, den alten Account zu verlassen und ihr auf ihrem neuen zu folgen. Um zu beweisen, dass es sie war, drehte sie ein Video. Darin entschuldigte sie sich für ihr Aussehen und sagte, aber sie wissen, dass die Art und Weise, wie ihr Kind leider stirbt, weder für den Körper noch für die Seele gut ist, fair zu sein. But anyway, look, let's not dwell on that. Sie zeigte Sonnenblumen auf dem Tisch und eine Gitarre an der Wand und verabschiedete sich mit dem Versprechen, bald weiter Lieder zu schreiben. Anyway, there you go. I hope you're all happy now. Dann schloss sie mit einem letzten Blick auf die Sonnenblumen ab.